Ich sitze hier mit Rocky Kanone. Ich freue mich, Rocky. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, servus, hallo. Ja, finde ich auch klasse hier wieder. Grüß dich, Toll. Alter. Ja, toll. Rocky, das Siegtor gemacht gegen Unterhaching, dann gegen Heidenheim in der Startelf gestanden. Wie war das Gefühl für dich? Ja, ich muss erst mal sagen, ich habe ja gerade Servus gesagt, ich habe immer noch Unterhaching im Kopf, dieses tolle Tor, die sagen da immer Servus. Ich fand das komisch, deswegen habe ich das mit aufgenommen. Die Spiele sind abgehakt, wir haben gegen Heidenheim einen richtig guten Tag erwischt und habe 2-0 gewonnen. Es war eine unglaubliche Atmosphäre in die Stadion. Das kenne ich von unseren Fans natürlich, dass die immer 100% geben, aber dann gegen die Tabellenführer ist natürlich noch eine ganz besondere Stimmung. Eben, ne? Und Heidenheim, der weit ausgeeilte Spitzenreiter, und ihr habt ihn zu Hause besiegt. ja, das Was war da, ganz Besonderes das, bestimmt. das war wichtig für uns. Wir haben vor dem Spiel auch gesagt, wir versuchen die Punkte hier in Münster zu lassen, aber wir wissen natürlich auch, dass Heidenheim eine gute Mannschaft hat und schon viele Spiele vorher nicht verloren hat. Und deswegen war das natürlich schwierig, aber es hat auch gezeigt, dass unsere Mannschaft richtig viel kann. Schön. Aber auch im Pokal hast du auch in der ersten Halbzeit ein richtig schönes Tor gemacht. Da waren die Lichtverhältnisse sehr, sehr schlecht. Also für uns als Zuschauer, man hat kaum was gesehen. Wie waren für euch die Lichtverhältnisse auf dem Platz? Ja, es war schwierig. Erst einmal geht man natürlich als Favorit in die Spiel. Und das ist dann natürlich erst einmal muss man dann so ein bisschen dran gewöhnen, dass man hier wirklich gewinnen muss. Es ist ein ganz wichtiges Spiel für die Verein gewesen. Und dann kommst du auf die Platz und siehst erst mal gar nichts. Ne, da war nichts zu sehen. Also die hatten da ein paar Lichter an. Ich weiß nicht, ob da ein paar Menschen oben standen mit Handykamera mit Licht angemacht oder so. Aber es war ganz schlechte Sicht. Und deswegen war es umso wichtiger, dass wir da so deutlich gewonnen haben. Und natürlich freue ich mich auch ganz besonders, dass ich dazu beitragen konnte und ein Tor schießen konnte. Wir freuen uns auch darüber. Ihr seid jetzt im Halbfinale. Das nächste Spiel geht gegen Jahn Regensburg. Hast du schon mal was gehört von dieser Mannschaft? Nee, ich hatte noch nicht mit denen gesprochen, wenn du das meinst. Oder was meinst du mit gehört? Ich kann nicht, das nicht, habe ich das nicht so Nein, gut hast du schon verstanden. mal generell von der Stadt Regensburg etwas gehört? Ich meine, jetzt gerade ist das Wetter sehr schön hier in der Ja, Gegend. Und bald, manchmal denke ich, wenn ich in München da bin, ich dann wäre in Regensburg, in Regensburg, denkst du dir vielleicht, ja? ey. Und bald fährst du nach Regensburg, da ist wirklich nur tristes Wetter leider. Ja. Ne? Daher kommt die Name? Genau. Ah, das wusste ich nicht. Ja. Ah, okay. Und ihr spielt bald gegen die, und hoffst du wieder von Anfang an dabei zu sein? Glaubst du, dass du von Anfang an dabei sein wirst? Hey, es ist schwierig. Wir haben im Sturm gute Leute und ich habe, wie es auch in die Pokal gesehen, auch die anderen Stürmer, die haben ihre Qualitäten. Ja, aber du bist auch ein guter Ich Stürmer. bin Du auch brauchst ja ein. nicht so bescheiden sein. Nein, ich bin auch eine gute Stürmer, aber im Endeffekt muss die Trainer das entscheiden. Natürlich will ich spielen. Ich habe die Woche wieder gut trainiert, muss ich sagen. Okay. Aber letztes Spiel, denke ich, auch ordentlich gespielt und habe natürlich Selbstvertrauen, dass wenn ich auf die Platz bin, gegen Regensburg, in Regensburg, dann werde ich wieder ein Feuerwerk abbrennen und 120% geben. Aber ich bin nicht die Trainer und die Trainer müssen selbst entscheiden, was die vorhat mit Regensburg. Aber wenn die Trainer sagt, dass ich von Anfang an soll spielen, dann werde ich auf jeden Fall probieren, ein Tor zu schießen und auf jeden Fall für die Mannschaft alles zu geben. Rocky, ich danke dir für das Interview. Du hast Feuer. Danke.